Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier immer noch an dieser Bar. Zum Stammgast. Naja, das Bier schmeckt immer noch wie vorher. Beschissen. Okay, dann gehe ich mal lieber wieder. Ich bin kein beschissenes Bier. Das war cool. Es schmeckt wie bei Muttern und die konnte auch schon nicht kochen. Ist das nicht so ein ähnlicher Spruch? Ich weiß es nicht. Let's go, wir müssen immer noch diese komische Schwester finden. Geh den anderen Gästen nicht auf den Nerven. Ah, nee. Ich will jetzt eigentlich bloß diese dämliche Schwester da finden, diese Emojin oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Dazu müssen wir wohin nochmal? Oh, ich habe ein Level up? Wann hatte ich den Level up? Boah, ich würde mal sagen. Ach. Ja, blutiger Tod nehmen wir erstmal. Das hat er also auch nicht gespeichert. Alles klar. So, und Emojin ist da. Gut, dann gehen wir hier hin. Und versuchen da jetzt rüber zu laufen. Cool. Blutiger Tod, jetzt könnte ich als nächstes Glück nehmen. Oder. Ich glaube, Schleppen ist auch auf Maximum schon. Ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes Glück. Da fehlt jetzt, glaube ich, ja durch die Rüstung bloß noch ein Level oder sowas, ne? Wäre echt cool. Das wäre ja echt cool. Und es lädt. Das ist nicht so cool. Mündungsfeuer und. Mündungsfeuerdämpfer und Bremsen verringern den Rückstoß automatischer Waffen. Ja, okay. Da ich nur eine automatische Waffe nutze und die nur relativ selten, ist das, denke ich mal, relativ okay. So, 78 Meter in die Richtung hier. Da stört dieses riesige Gebäude hier. Nett. Ich glaube, hier drüben ging es weiter, ne? Ah ja, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Damals in Sowjetunion. Okay, das klang jetzt nicht mal annähernd wie ein russischer Dialekt. Oh, shit. Amphitheater am Schatzaussichtspunkt. Willst du was über unsere Bewegung erfahren? Naja, ich spreche mal erstmal mit deinem Boss. Warum sehen Sie so aus wie der Bürgermeister von Diamond City? Wird er zu Ihnen? Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Ich suche nach Emojin Cabot. Tut mir leid, aber Emojin ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Oh, interessant. Ihre Familie macht sich Sorgen. Sag ihnen, dass es ihr gut geht. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Aha. Du hältst sie doch nicht gefangen, oder? Nein, sie ist keine Gefangene. Sie ist nur eingesperrt, bis sie sich beruhigt hat. Sie ist durchgedreht, hat gedroht, wegzulaufen. Nichts für ungut. Aber du weißt ja, wie Frauen so sind. Aha. Ich bin ein Freund der Familie. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Bitte, wir wollen doch einfach nur reden. Ich sagte, sie empfängt niemanden. Auch dich nicht. Shit. Ob jetzt Drohnen was bringen würde? Ich weiß es nicht. Dann vergiss es. Okay. Die ist da hinten. Okay, das wollte jetzt die hier von mir. Hallo, Nächste. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Okay. Irgendwie gefällt mir dieser Laden hier nicht. Vor allem, die sind so aufgetakelt. Irgendwie stinkt das nach. Wollen sie nicht Geld für uns ausgeben, damit sie ein besseres Leben haben? Nein, wollen sie nicht? Na gut, dann zwingen wir sie dazu.
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, soll ich die Tür... Ich drohe dem Typen jetzt einfach mal. Das war die letzte Option. Hallo. Ich habe nicht vergessen, dass du erfahren wolltest, um was es bei uns geht. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Oh Gott. Keine Verkaufstexte. Ich habe keine Lust auf Verkaufstexte. Ein Verkaufstext ist das Letzte, was du von mir bekommst. Ich verkaufe nichts, Nächster. Ich verschenke die Geheimnisse von langem Leben, Glück und Wohlstand. Ich verschenke sie. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Holy shit. Ja, bin ich. In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Bruder Thomas kann dir sagen, wie du dich unserer Bewegung anschließt. Keine Angst, ich beiße nicht. Ich habe eine Pistole, mein Freund, die ist auf deinen Kopf ausgerichtet. Ich kenne das Spiel, ich weiß, wie das enden wird. Hier entlang, Nächster. Ich bin hier am Arsch. Ich war eben schon mal in deinem Büro. Beweg dich oder die Kugel kommt geflogen. Ich freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Oh, das kann nicht gut sein. Eigentlich suche ich nur nach Imogen Cabot. Du bist tot. Warum wusste ich das? Die zivilisierte Leute. Du denkst doch nicht allen Ernstes, dass ich dir das abkaufe, dein Arm. Wow! Holy! Holy moly holy! Ihr wollt also die etwas schwereren Geschütze haben, Herr! Idiot! Bah. Oh shit! Alter, die etwa dort ist die Tante! Deine Erfolgswahrscheinlichkeit liegt nahe Null. Aua! Ich hätte die jetzt nicht... Ach, das ist doch die mich vorhin angequatscht hat, ne? Der Kampf ist zwar gefährlich, aber auch ein gutes Training. Aua. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Das klang mir jetzt etwas zu utopisch, wenn ich ehrlich bin. Gib mir all deine Waffen. Dann kann ich dir ein glückliches Leben beschaffen. Darauf falle ich rein. Ist klar. Kann man... Halt, wartet mal. Irgendwas... Irgendwie denke ich mir gerade, wo ist denn hier der Boss? Wo ist denn hier der Obermacker? Da ist er. Wusste ich es doch, dass der den Schlüssel hat. Ja, kleines Blutbad gewonnen. Hallo, Imogen. Wie oft hatte sie flachgelegt? Hat dich geschickt. Dein Alter. Okay. Du bist Jacks Schwester? Was? Ich hätte mit jemand... Achso, so war das. Gerechnet. Wie unhöflich. Weißt du nicht, dass man das Alter einer Lady niemals erwähnt? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Ach, du heiliger Bums. Ach, du Scheiße, wo sind wir da reingeraten? Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Das geht dich wirklich nichts an. Und ich weiß, dass Jack dich geschickt hat. Er will mich ständig kontrollieren. Oh Gott. Es war nicht Jack. Es war deine Mutter, die wollte, dass ich dich suche. Mir geht's gut, wie du siehst. Ich wollte nur sehen, ob Thomas wieder zur Vernunft kommt.
Aber da du die ganzen Mühen auf dich genommen hast, kann ich auch gleich mitkommen. Thomas langweilt mich sowieso. Zuerst war er echt interessant, aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Ja, ich glaube, dass... Ja. Verschwinden wir von hier. Oh, und ich komme nicht mit. Du kannst meiner Mutter sagen, dass ich bald nachkomme, aber zuerst brauche ich einen Drink. Ja, in Ordnung. Ich mach mal hier die Tür zu und kann ich jetzt wieder abschließen? Nein? Okay. Lauf, Curry! Lauf! Lauf, lauf, lauf! Nein, lass mich durch! Oh Gott, scheiße. Ich glaube, die hier draußen ist Massaker, sie nicht. Ja, ich glaube, da ist die nicht mehr ganz so gut gelaunt. Erwartet mal. Mir tut das eigentlich schon fast leid. Oh, hallo, hallo, Filz, du kommst doch mit mir mit. Eigentlich wollte ich die nicht über den Haufen ballern. Aber ich habe schon so fast das... Okay. Okay, gut. Hier ist erstmal so voll fett Kronkorkenvorrat und da liegt eine fette Atombombe. Und da Klammernboxen. Oh, shit. Oh shit, oh shit. Ich die alle über den Haufen geballert. Komm, wir nehmen das jetzt alles hier mit, weil, wie gesagt, ich habe die alle über den Haufen geballert. Also nehmen wir das als... Ja, Curry hat das nicht gefallen. Ich weiß, Curry, das war jetzt nicht die feine Englische, aber unter uns... Scheiß drauf. Eieiei, also die Mission ist wirklich bekloppt. Eieiei, wo bin ich da bloß reingeraten? Hast du eine komische Sekte, die sich so denkt, oh, wir haben hier eben ein Manifest gefunden. Ah, okay, die kommunistischen Wege. Ah, vielleicht können wir die ja einigen Leuten verkaufen. Lasst uns eine neue Sekte öffnen. Vielleicht werden wir ja abgeholt von einem UFO. Jetzt wieder hier zu diesen Leuten, die... Wohl so alt sind wie unser eigentlicher Charakter, nur dass die nicht in Stase sahen oder ob sie vielleicht nicht eingefroren werden. Wow, creepy stuff is happening. Kannst du mich jetzt hören? Edward! Edward, wechsle zur Einseitenbandmodulation. Kannst du mich hören? Oh, Edward hat es erwischt. Edward, passiert. Wechsle zum Hartley-Modulator. Hast du verstanden? Ist das besser? Es funktioniert. Edward, was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Raider gesehen, die... Sammy, die Tür! Entschuldigung, hier ist gerade einiges los. Hör zu, wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber. Hallo? Edward? Bitte melden! Edward! Die Verbindung ist weg. Ganz weg. Was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege. Gerade brauche ich nichts. Vielen Dank. Was ist bloß? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie werden von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Hm. Ich habe Imogen gefunden. Es geht ihr gut. Oh, ja. Gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren.
Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos sein? Ich frag mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Wieso? Was genau bewirkt das Serum? Du solltest mehr erfahren. Der Hauptvorteil des Serums ist, das Altern aufzuhalten. Meine Familie und ich sind über 400 Jahre alt. Aber es hat auch andere Nebenwirkungen. Besonders unverdünnt, so wie es die Raider gestohlen haben. Es erhöht die Stärke und Widerstandskraft gegen körperlichen Schaden. Dann sind zumindest einige der Raider viel gefährlicher als diejenigen, mit denen ihr es sonst zu tun habt. Ach du heilige Scheiße. Woher habt ihr das Serum? Mein Vater, Lorenzo Cabot, ist in Parsons eingesperrt. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein Artefakt bei einer archäologischen Ausgrabung in Arabien gefunden hatte. Er verfügte über verschiedene scheinbar paranormale Kräfte, wurde aber auch irrational und gewalttätig. Am Ende musste ich ihn einsperren. Zu seiner eigenen und zu unserer Sicherheit. Jack, bist du sicher, dass sie das alles erfahren sollte? Bei meinem Versuch, ihn zu heilen, habe ich entdeckt, dass das Artefakt Anomalien in seinem Blut hinterlassen hatte. Die Quelle seines Wahnsinns ist auch die Grundlage für die Behandlung, die unser Leben verlängert hat. Die Ironie des Schicksals. Aber wenn er aus Parsons flieht, würde ich meinen Vater für immer verlieren. Das lasse ich nicht zu. Ganz zu schweigen davon, dass er durch das Artefakt paranoid und sehr gefährlich ist und über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Natürlich. Stellt einfach mal so ein Serum her. Es macht einen jünger, es macht einen stärker, es macht einen bekloppt. Läuft! Welche Fähigkeiten hat er denn? Größere Stärke, außergewöhnliche Widerstandskraft gegen fast alle körperlichen Schäden. Oh, und eine Art lokale Telekinese, die vom Artefakt scheinbar selbst projiziert wird. Deshalb habe ich ein Dämpfungsfeld in seine Zelle eingebaut. Wir müssen die Eindringlinge aufhalten, bevor sie es ausschalten. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Haben wir es jetzt hier mit Deadpool zu tun, bloß dass dieser Deadpool noch Telekinese beherrscht? Oh. Warum muss ich eigentlich immer die ganzen Scheißaufgaben machen? Warum ist das so wichtig? Wenn die Eindringlinge an Edwards Männern vorbeigekommen sind, haben sie vielleicht Lorenzo befreit. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man mit ihm umgeht. Ist das deutlich genug? Okay. Okay. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Jack, sei vorsichtig und tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausbricht. Lass es nicht dazu kommen. Bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Imogen endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Ja, let's go. Ach, du Scheiße. Das werde ich... Ich hätte eigentlich die Markierung mal entfernen und dann let's go. Ach, du Scheiße. Wo sind wir da bloß reingeraten? Super Raider Mutanten und ein verrückter alter Sack, der super Stärke hat. Oh shit. Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass Lorenzo aus Parsons befreit wird. Ich würde meinen Vater für immer verlieren. Das darf nicht passieren, nachdem ich so lange versucht habe, ihn zu heilen. Also, Herr Doktor, ganz unter uns, ich glaube, das Leben deines Vaters ist gerade irrelevant. Ich stelle mir eher gerade eine riesige Raider-Gruppe vor, die stark genug ist, um das Commonwealth alleine platt zu machen. Wo keine Power-Armor hilft, wo kein... Toll. Ich laufe mal vor. Wo keine Power-Armor hilft, wo keine Mini-Nuke hilft, wo keine Minigun hilft. Da hilft gar nichts gegen, weil die einfach OP-Zwack sind. So gefährlich macht. Wenn es entfernt werden könnte, wäre seine Psychose bestimmt geheilt. Aber bisher sind all meine Versuche gescheitert. Es ist zu stark mit seinem Nervensystem verbunden. Ach, du Scheiße. Okay, ich habe jetzt echt richtig Schiss. Obwohl ich auf der anderen Seite sagen möchte, wenn wir das Artefakt hätten.
Den Wahnsinn würde ich in Kauf nehmen. Ich bin mir des Interessenkonflikts bewusst, da er mein Vater und gleichzeitig die Quelle meines langen Lebens ist. Aber ich versichere dir, dass ich gerne alles aufgeben würde, um meinen Vater zurückzuhaben. Und wenn es nur für kurze Zeit wäre. Er ist irgendwo ja in der Nähe. Ein Raider. Hol ich mir mal lieber schnell. Alter, Finn hält der was aus. Okay, ich glaube, ich wechsle mal zu was Größerem. Gehe zum Nahkampf über. Geht zum Nahkampf über. Meine Augen, er hat sie mir ausgestorben. Das klang jetzt brutal. Krass, okay, jetzt sind wir also... Wie weit tief sind wir denn jetzt unten? Ah ja, deswegen war jetzt meine Pistole nicht sonderlich effektiv. Alles klar. Hier ist noch einer. Oh. Aber ich so das Gefühl, dass ich ein paar Raider gerade gerufen habe. Eieiei. Ja, zum Glück kommen die nicht als Verstärkung hinterher. Aha, was haben wir denn da? Wassertürme? Lass uns mal eben noch schnell was erledigen. Und zwar Inventory, Hilfsmittel und dann Hütterkeulen. Lecker, lecker. Nicht wirklich, aber naja, was will man machen? Was will man machen, wenn man nichts anderes mehr zur Verfügung hat? Da hinten ist Herr Doktor. Herr Doktor von und zu, ich habe gedacht, das wäre eine gute Idee, meinem Vater so, naja, dieses Artefakt zu geben. Das hat sich ja dann als, naja, Fehlschlag herausgestellt, naja. Hm. Das ist nichts. Schade, ich hätte jetzt drauf gehofft, dass da was ist. Okay. Und vor allem, warum laufen wir eigentlich da lang? Ach, egal. Ich glaube, der ist mit Absicht durch die ganze Gefahr gelaufen, ha? Oh Leute, da ist doch schon wieder irgendwas. Moment mal, ist hier ein Bertie abgestürzt? Nee, das sind Lagerfeuer. Und was haben wir hier? Kochstation. Ah, okay. Muss ich mir mal merken. Ach, ist das hier eine Siedlung? Ah, gut. Und da hinten haben wir irgendwas. Eine militärische Station mit einem Wirtibird. Moment mal. Ein Wirtibird? Sekunde mal ganz kurz. Das kennen wir doch irgendwo. Wilder Ghoul. Kommt noch einer. Ist das hier nicht... Ja, das müsste die Station sein, ne? Hier können wir jetzt einfach so reingehen. Ja. Okay. Ich habe jetzt schon gedacht, ich habe hier was Cooles gefunden, aber das war diese eine militärische Station, die war für... Oder auch nicht. Den Laserschutz hätte ich einmal ge... Hat sich das Ding resettet? Vielleicht finden wir hier einige nützliche Daten. Nein, nicht unbedingt Daten-Curry, sondern eher was Nützliches Großes. Ich habe echt so... Ich stelle eine Erhöhung der Strahlungsintensität fest. Ich habe echt so das Gefühl, dass hier... Das ist etwas aus der Zeit vor dem Krieg, oder? Ja, nennt sich Munition. Nee, nicht den Löffel. Na egal. Das ist sau gut, dass wir jetzt hier dran vorbeikommen. Gucken wir uns noch ein bisschen was mitnehmen. Das lassen wir mal liegen. Aber da drinnen steht diesmal leider keine Rüstung. Eine Sekunde mal. Ich erinnere mich an das letzte Mal, als wir hier waren. Wenn sich dieser scheiß Roboter gerade geresettet hat, ich schwöre, ich raste aus. Nee, der hat sich nicht geresettet. Gut. Okay. Der müsste eigentlich hier drin gewesen sein, ne? Nee, hier ist nichts drin. Gut.
Okay, dann wollen wir mal wieder zu dem Doktor laufen. Der ist jetzt bestimmt schon über alle Berge. Ich glaube, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, tschaußen.